Servus Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Session Chaos auf Deponia. Ja, wir sind hier das nächste Mal hier gelandet. Gerade einen Ruckler gehabt. Wir sind das letzte Mal hier in der Kanalisation gelandet und haben die Rebellen in Anführungsstrichen Armee kennengelernt. So, hier habe ich ja so gut wie alles erzählt und gemacht, so viel ich weiß. Nochmal mit Janosch reden. Hey, Janosch! Ah, Rusch, du dem Organon und so. Ja, und so. Wie hast du es geschafft, in der kurzen Zeit so viele Leute zu mobilisieren? Ich glaube, sie haben sich einfach daran gewöhnt, einen Planeten unter den Füßen zu haben. Außerdem habe ich ihnen T-Shirts mit lustigem Aufdruck versprochen, weil ich wie Erfolg habe. Und wo bekommst du die her, die T-Shirts? Oder glaubst du nicht an den Erfolg? Was treibt Toni denn hier? Du Gensch Nummer 26? Sie hat sich der Rebellion angeschlossen, weil irgendwer ihr Heimatdorf verwüstet hat. Ja, ich weiß. Der Organon. Nein, nicht der Organon. Irgendwer namens Verwickte Gackdonne. Nie gehört. Verwickte Gackdonne. Ach ja. Was hat es eigentlich mit diesen Torpedodelfinen auf sich? Cool, nicht wahr? Wenn du sie brauchst. Sprich mit Nummer 26. Aber erwarte nicht so viel. Ich musste die Torpedo-Ausrüstung verkaufen, um für alle Bichard zu bestellen. Du hast Torpedo-Ausrüstung verkauft, um Pizza zu bestellen? Oh ja, Nosch. Du hast die gesamte Torpedo-Ausrüstung verkauft? Ja, im Gadget-Shop auf dem schwimmenden Spaßmarkt. Der Shopomat hat mir Feuerweste Einlegesohlen als Bonus draufgegeben. Das klingt nicht sehr fair. Also schwimmender Spaßmarkt. Klingt, als ob wir da Back to the Basics gehen müssen. Aber erstmal weiterreden. Donna ist untergetaucht. Da wünschte ich fast, ich hätte die Torpedo-Ausrüstung nicht verscherbelt. Andererseits war die Pizza auch sehr lecker. Ja, Pizza ist lecker. Ich esse auch sehr gern Pizza. Aber ich habe keine Torpedo-Ausrüstung dafür verkauft. Ist es nicht etwas zu riskant, direkt unter der Nase des Organon zu operieren? Apropos, du hast da einen Popel zu hängen. Ein Bobel? Aber das ist genau der Punkt. Direkt unter der Nase kann man nichts sehen. Und riechen will hier in der Kanalisation auch niemand. Und stehen sogar langsam die Duftbäume aus. Ich hasse Duftbäume im Übrigen. Ja. Ich hatte mal einen Duftbaum bei meinem ersten Auto. Der hieß Sport. So hat auch gerochen nach Schweiß. Naja. Ich geh dann mal Tauchboote jagen. Du das. Viva la Revolution. Ja, gut, dann gehen wir hier mal wieder raus und schauen uns noch ein wenig um. Also hier, also einen Kanister haben wir schon mal, bloß leer. Ja, da können wir noch nichts machen. Gut, wo können wir, hier können wir hoch zum Organon, das machen wir natürlich auch gleich. Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Ja, du hast ja überhaupt keine... Oh, Reifenberg. Zugegeben, es ist Schrott. Aber das heißt noch lange nicht, dass es auf den Müll gehört. Kann man so einen Reifen mitnehmen? Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Ah, also wir brauchen Feuer, aber ich habe nichts. Was brennt? Irgendwo da hinten liegt das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker. Ja. Hier können wir wohl nichts mehr machen, oder? Nö, nicht wirklich. Schade. Wir haben hier Feuer. Aber eben kein Reifen. Naja, gut. Gehen wir mal wieder auf den Goal läuft uns hinterher, finde ich auch cool. Reden wir mal mit Doc. Ah, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Na gut, das
Weißt du zufällig, wo ich eine Torpedoausrüstung herbekomme? Die einzige Torpedoausrüstung, von der ich weiß, ist die, die Gilligan als Hauptgewinn in seiner Lotterie ausgelobt hat. Unglücklicherweise ist der Gadget-Shop um diese Uhrzeit bereits geschlossen. Ich muss also einbrechen und im Lotto gewinnen. Noch was? Kannst du nicht einfach mal eine aussichtslose Situation bleiben lassen? Man kann sein Glück nicht erzwingen. Vielleicht. Vielleicht zwingt man aber auch einfach nicht stark genug. Also bis jetzt hat das doch immer gut funktioniert. Warst du schon mal in Porta Fisco? Öfters, aber es lohnt sich immer weniger. Der Organon hat die Innenstadt besetzt. Und die Bewohner der Slums vor den Stadttoren können sich keine neurochirurgischen Eingriffe leisten. Ach, die Armen. Ja, so schrecklich. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Hey Bozo, du alter Pirat. Alles klar, Schiffssteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Kann die Kiste nicht schneller fahren? So holen wir Donnergol nie ein. Red nicht so über meinen Kutter. Er ist eines der zuverlässigsten Frachtschiffe auf dem rostroten Meer. Er macht von außen zwar nicht viel her, aber... Aber ach, seine inneren Werte. Sorry, Bozo, aber ich war oft genug dabei, wenn Toni versucht hat, ihre Cousinen an den Mann zu bringen. Ich höre sofort raus, wenn die Rede von einer lahmen Krücke ist. Sie ist aber keine lahme Krücke. Sie hat nur schwere Knochen. Was bringt das schnellste Schiff, wenn wir gar nicht wissen, wo sich das Ziel befindet? Lenkt nicht ab. Mit demselben Spruch haben wir Dörte Marie und Besenstiel Budwin verkuppelt. Es dauerte keinen Monat und wir nannten ihn nur noch Staubsaugerrohr Budwin. Ich will nicht wissen, wieso. Rufus. Wie geht es jetzt weiter? Keine Ahnung. Das Tauchboot scheint untergetaucht zu sein. Da können wir lange suchen. Es sei denn, du hast einen Unterwassersuchtrupp an der Hand. Wie wäre es mit einer Gruppe ausgebildeter Torpedodelfine? Es geht aber schon noch darum, deine Freundin zur Vernunft zu bringen, oder? Im Krieg und in der Liebe ist jedes Mittel erlaubt. Ja, und wer hat nicht paar Torpedodelfine daheim rumschwimmen? Rumliegen wollte ich schon sagen. Naja. Darf ich mal fahren? Weiß nicht. Darf ich dann wie ein Verrückter herumlaufen und uns in Katastrophen verwickeln? War das ein Ja? Das war ein Verzieh dich. Ach, wieso denn? Wenn Bozo der Held wäre, wäre auch nicht gerade so lustig. Naja. Was weißt du über Porta Fisco? Nur, dass sie mal die größte und wichtigste Stadt am Rostroten Meer war. Aber heute ist sie kaum mehr als eine Ruine. Ruine? Ja. Die ganze Innenstadt ist vom Organon besetzt. Der finstere Fiskus bewacht den Aufstiegszoll im Zentrum der Stadt. Im Zentrum, ja. Dort soll angeblich auch das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker liegen. Die ehemalige Bevölkerung hingegen lebt in Slums vor den Stadttoren. Ah, ja, vor den Stadttoren. Du hörst mir gar nicht zu, oder? Du wiederholst einfach nur die letzten Worte. Die letzten Worte, ja. Oh ja, das sind immer die besten. Zurück an die Arbeit, Matrose. Hey, noch bin ich hier der Kapitän. Bitte was? Das grenzt ja an Molkerei. Euter, es heißt Meuterei. Konzentrier dich, Matrose. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Frau an Bord unseren Verstand vernippelt. Das Gespräch hat sich echt gelohnt. Naja, dann gehen wir mal woanders hin. Also hier, Fragezeichen, schwimmt der Schwarzmarkt. Also hier müssen wir einbrechen und im Lotto gewinnen. Also Sachen, die man jeden Tag erledigt. Deswegen machen wir das jetzt nicht. Wir gehen jetzt mal zu diesem Fragezeichen. Und hier segeln wir heroisch gehen, Insel, was auch immer. Total verkackt. Naja. Ach, tolles Wetter so hier. So ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Was? Kruste, Mantel, wie? Oh, ein Dieselgenerator. Können wir da nicht ein bisschen Sprit abzapfen? Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ja, dann mach ihn doch aus. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Du hast aber... Das ist nicht der Auspuff. Daneben da. Puff. Aha, der gute alte Banane im Auspufftrick.
Genau. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl, aber ohne Hilfsmittel bekomme ich es da nicht raus. Das ist wohl das langweiligste Gefäß zum Transport von Dieselöl, das ich auftreiben konnte. Aber was soll's. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist eine Möglichkeit, das Öl da rauszubekommen. Mein Gott, Rufus, arbeite doch mal mit. Kann doch nicht immer alles ich machen. Aber ich habe nichts mehr. Gut, dann gehen wir hier mal. Haben wir hier irgendwas noch? Nö. Gut, dann gehen wir mal Goal hinterher. Die live läuft einfach voraus. Wie unverantwortlich. Na ja, gut, ist auch die. Oh, eine Pumpe. Die Pumpe ist gut. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Besser als gar kein Aus Öl. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Und davon gibt's hier überall genug. Mist. Ein kaputter Sender. Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Oh je. Hoffentlich kann Doc ihn reparieren. Wieso Doc? Wir sind doch auch Erfinder. Funkmast. Der Funkmast scheint das Gewitter zu verspotten. Und das scheint das Gewitter nur noch wütender zu machen. So ein Trottelgewitter. Na, dann wollen wir mal. Rufus, da ist ein Gewitter. Genau. Ich hab dich gewarnt. Aua. Genau. So. Können wir da was machen? Das würde nichts bringen. Er ist kaputt. Mist. Haben wir hier sonst noch was? Was ist das hier? Ein Plateau. Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen. Oder vom Blitz getroffen zu werden. Ja. Das ist der perfekte Platz, um oder vom Blitz. Aber es ist ein denkbar dämlicher Platz, um meinen Kram abzustellen. Willst du mich verarschen? Reden wir mal mit Goal, was hat die hier zu sagen? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Nicht wirklich. Ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei dir. Ganz schön gewitterig hier, was? Oh ja, wie schaffst du es nur so ruhig zu bleiben? Wenn du es dreimal hintereinander in dieselbe Steckdose gefasst hast, dann weißt du noch, wie du Sätze angefangen hast, selbst wenn du schnubbeldi-wubbeldi-wupp. Ich kann noch so viel von dir lernen. Wubbeldi-schnupp? Du kannst sehr viel von ihm lernen, ja, aber ich würde es lassen. Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Oh je, damit kenne ich mich nicht aus. Nimm es dir nicht zu Herzen. Du bist ja auch kein Universal-Genie wie ich. Ich muss eine unglaubliche Enttäuschung für dich sein. Unglaublich würde ich jetzt nicht sagen. Aber weißt du was? Ich schau dir einfach ab jetzt bei allem, was du tust, ganz genau auf die Finger. Weil du ja immer weißt, was du tust, werde ich auf diese Weise extrem schnell dazulernen. Genau. Ich versuche mir alles ganz genau zu merken. Super. Schritt 1. Rumstehen und zittern. Wäre ich nie drauf gekommen. Also, Deponia 3... ist Goal die Hauptdarstellerin, nicht mehr Rufus. Okay. Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Oh je. Hoffentlich kann Doc ihn reparieren. Wieso denn jetzt Doc? Ich bin auch ein Bastler. Ach, hatte ich glatt vergessen. Ja, das kann man auch schnell vergessen. Ich werde immer vom Blitz getroffen. Oh nein, du Armer. Warum trifft das Unglück immer die Besten? Eine sehr gute Frage. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie helfen. Aber alles, was mir dazu einfällt, sind ein paar dumme Tipps, wie man sich bei Gewitter verhalten sollte. Und die kennst du ja bestimmt, so klug wie du bist. Genau. Du kannst sie trotzdem sagen. Was sind das für Tipps? Die Tipps, wie man sich bei Gewitter verhalten soll? Ach, du willst dich doch nur über mich lustig machen. Ihr kennt doch jedes Kind. Ich kenne sie ja auch. Aber ich fühle mich für dich verantwortlich. Darum muss ich sicher gehen, dass du sie auch kennst. Oh, das ist so lieb. Also, man sollte bei einem Gewitter nie im Wasser sein. Außerdem sollte man Weiden meiden. Man sollte also nie unter einem Baum stehen. Und schließlich sollte man auch keinen aufgespannten Regenschirm halten. Also, Wasser, Baum, Regenschirm. Und dann wird man von einem Blitz getroffen, ja? Aber nicht doch. Selbst wenn man all diese Regeln einhält, ist die Chance, von einem Blitz getroffen zu werden, noch immer gering. Da ist es fast wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Wasser, Baum, Regenschirm, Lotto. Jetzt habe ich alles.
Hilfe! Also Schirm kriegen wir ja von unserem Grungagun. Baum? Keine Ahnung. Lotto? So viel Input. Das am Anfang von der Session, das ist ja unglaublich. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Nein. Na klar. Oh nein, Rufus. Und jetzt? Irgendwie bringt es das noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Also gut. Wir können sie dahin stellen, Wasser laufen lassen, dann hat sie einen Regenschirm in der Hand und dann wird sie vom Blitz getroffen. Rufus, was hast du vor? Gut. Und wenn sie dann vom Blitz getroffen wird, haben wir das Glück, im Lotto zu gewinnen. So irgendwie, glaube ich, ist das vom Spiel vorgesehen. Naja, gut. Wir haben hier jetzt eigentlich alles angeguckt. Hier brauchen wir Werkzeug, das wir nicht haben. Gut, dann gehen wir mal zur nächsten Insel und schauen, was wir da so finden. Oh. Wie jetzt? Das soll der Pol sein? Da tut Lonzo ja mehr Eis in die Drinks, wenn er Alkohol sparen will. Was für eine Enttäuschung. Hier fühle ich mich wohl. Ich mag's kalt. Ein Wasserhahn? Aber der ist ja bestimmt zugefroren. Mist, der Wasserhahn ist zugeeist. Dacht so ich viel mir. Zu meiner Idee mit der Schlittschuhbahn. Dachte ich mir. Ein Schild. Das Schild ist größer als der Pol. Er hält sich offenbar für den coolsten. Ja, ist er auch. So eine Fackel könnte ich gut gebrauchen. Aber um da ranzukommen, bräuchte ich irgendwas, um das Eis zu schmelzen. So eine Art, weiß auch nicht, transportables Feuer. Mist. Wir haben nichts dergleichen. Ach Mist. Oh, eine Klingel. Komm, wir klingeln mal. Machen Klingelstreiche. Klingelchen. Mist, der Knopf ist eingefroren. Alles eingefroren. Kein Wunder, dass der Pizzabote nicht aufgetaucht ist. Was haben wir sonst noch? Oh. Ein Polarstern. In Kuva konnte man das letzte Mal die Sterne so klar sehen, als ich 9 war. Ich hätte wohl nicht den Filter aus dem städtischen Müllverbrennungsgenerator ausbauen sollen. Oh, irgendwie ja. Traurig, gerade die Musik noch im Hintergrund. Oh, Schneehaufen. Im Kuwak hat es nie geschneit. Wenn ich Wenzel einseifen wollte, musste ich ihn immer unter einem Vorwand in Tonis Tiefkühlfach locken. Ich sollte mir ein bisschen davon mitnehmen. Vielleicht bekomme ich später noch die Gelegenheit, Amtmann Argus einzuseifen. Nee, aber wenn es wärmer wird, wird's flüssig und Wasser und... Keine Ahnung, wozu wir Wasser brauchen. Aber ansonsten Schlauch. Wir haben das ist Schlauch. Ja fast schon so aufregend wie ein Piratenschatz. Nicht, dass ich einen Piratenschatz erwartet habe. Oh. Vielleicht können wir damit jetzt das Öl abzapfen. Mit so einem Schlauch könnte ich Benzin abzapfen. Fehlt nur noch das Benzin. Genau. Gut, dann hätten wir das schon mal. Das hier können wir ja Doc geben. Vielleicht kann er es reparieren. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Hier. So. Ich war beim Funkmast. Der Sender ist kaputt. Woher weißt du das? Weil er verschmort am Fuße der Funkantenne lag. Tatsächlich. Du hast recht. Ich erkenne ja wohl eine verschmorte Elektrik, wenn ich sie sehe. Auch wenn deine Unterschrift fehlt. Kannst du sie reparieren? Schon fertig. Oh. Und warum hat das so lange gedauert? Hauptsächlich, weil da ein Lolli-Stiel zwischen den Kontakten klebte. Auf jeden Fall funktioniert das Gerät jetzt. Es muss nur noch auf der Spitze des Funkmasts montiert werden. Ein Klacks! Wage ich zu bezweifeln, dass das ein Klacks ist. Du hast ja jetzt schon vorhin einen Schlag bekommen. Aber wir gehen trotzdem mal dahin.